Geiselschutz ist eine essentielle Fähigkeit. Du musst Deckung suchen und die Position gegen angreifende Feinde sichern, um die Geisel zu beschützen. Du setzt ein SAS-Mitglied ein. Smoke ist mit einer ferngezündeten Gasgranate ausgerüstet. Zwinge Feinde zu einem Bodenangriff, indem du Sichtlinien blockierst und sie daran hinderst, die Geisel aus der Ferne anzuvisieren. Erhalte einen taktischen Vorteil. Erzeuge Engpässe und schalte Feinde auf dem Weg zu deiner Position ein. Smokes ferngezündete Gasgranaten sind eine effektive Abschreckung, um Feinde fernzuhalten. Okay. Der Feind formiert sich neu. Damit herzlich willkommen zu... Ihr seht, ich habe schon alle drei Sterne. Ich habe eine Folge aufgenommen. Durch das Level und das nächste Level angespielt und er ladet die Folge, also kann sich mir nicht hochladen. Ich weiß leider nicht warum. Ich habe das probiert 3-4 Mal hochzuladen. Hat beides funktioniert. Somit eigentlich Pech gehabt. So, Feinde kommen gleich. Gasgranate. So. So, warten. Was haben wir noch? Okay, ich nehme die Schrot. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. So, kommt sie mal. Sie kommen sicherheitshalber zuerst. Oder doch nicht, sie brechen da glaube ich durch. So. Jetzt ist unsere Chance. Drei Gegner übrig. Setz dann nicht durch, glaube ich. Einmal mache ich sowas und dann bricht ja keiner durch oder was. Du musst deine Sprengladung umbringen. Wie trefft sie die? Er ist jetzt übertreibt sie, oder? Wir haben die Geisel entdeckt. Die Geisel verletzt. Sie wurde von feindlichem Feuer getroffen. Kann das sein, dass sie etwas übertreibt? Eliminiert. Bereich verstärken. Der Feind formiert sich neu. Wir etwas? Haben die Geisel wiederbelebt. So. Dazu. Auch. Die Geisel absichert. Die Feinde nähern sich. Nochmal. Jetzt dorthin. Werfen hier eine Gasgranate her. Gesagt. Das ist schon nachgeladen. Soll ich mitten im Raum eine platzieren? Ja. Hier haben wir Kontakt. Kontaktgranaten. Gut zu wissen. Hier zu machen. Feindliche Angriff. Kampfbereit machen. Relativ noch gut. Jetzt stelle ich mich dorthin. Ich glaube, sie kommen von dort. So. Greif an!
passt. Der ist nämlich damit ausgeschaltet, das ist gut, weil der hat ein Schild. Geschafft, oder? Ja, mal. Alle Gegner. Ja, Mann, geschafft. Viel Zeit warten noch. 7 Minuten, ja klar, machen wir nächste Mission noch. Oh nein, das war die. Du hast Gott. Die Einsatzfreigabe, ein hochrangiges Ziel auf amerikanischem Boden zu eliminieren. Diese Gruppe ist gut ausgebildet, gut finanziert und hat Zugang zu Militärwaffen. Sie sind fanatisch und scheren sich nicht um ihre körperliche Unversehrtheit. Sie haben das Gebiet schwer befestigt mit Fallen und Sprengstoff, um jede Spur zu ihrer Organisation zu zerstören. In dieser Situation wird IQ eingesetzt. Sie spürt elektronische Signale mit dem Elektronikscanner MK3 Phantom auf. Okay. Los geht's. Eliminiert alle Terroristen. Ein Ding habe ich schon, schließt. Ein Stern. Das ist dieses Ding hier. Vielleicht kurz die Steuerung. Ein Ding, hier seht ihr, das sind alles diese Bomben, von der Rede ist. Gibt's auch. Ach, gegen. Wartet kurz, mein Ladekabel. Muss ich kurz anstecken. So, jetzt wird's hoffentlich laden. Yep. Fest ist es schon mal drinnen. Holzwände kann man eigentlich schießen, genau. Wer hat die Ohren? Ich höre einen entfernt. Bomber, Bomber, Bomber. Uff, Alter, fast tot. Ich hoffe, das war der letzte. Und der einzige Bomber, weil jetzt bin ich hier fast tot. Gleich kommen. Ich habe ein bisschen Angst, ich höre sehr viele Schritte. Mal rein. Wow. Wie soll das gehen? Achso, da waren zwei Leute drum. Ja, schau, das sind Glückstreffer, die da landet. Und was haben die für gute Waffen wieder mal? Oh. So, einmal probiere ich es noch.
Terroristen eliminieren. So. Da oben ist auch einer. Schon mehr Leben als vorher. Positiv, oder? Alter. Warum geht eigentlich bei denen der Sprengstoff nicht hoch, wenn die dort durchlaufen? Das frage ich mich. Wenn die Militärwaffen haben, werden die wahrscheinlich das so auch einstellen können. Was? Wie? Da lag wirklich einer. Dammit, Alter. Na gut. Ich werde hier mal die Folge stehen lassen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss.